einen wunderschönen Sonntag, meine Lieben. Und das könnt ihr euch sofort wieder mal an den Hut stecken. Am Arsch, meine Lieben. Hier ist nichts mit guter Laune. Das könnt ihr mal richtig vergessen, denn heute ist Montag. Heute ist schlechte Laune angesagt. Nicht nur, weil Montag ist, sondern weil heute am Montag, da gibt's YouTube. YouTube gibt's zwar immer, aber heute besonders scheiße. Denn wir regen uns jetzt mal richtig über YouTube auf. Und glaubt mir, da gibt's einiges, worüber man sich aufregen kann. Und genau das tun wir nach dem Intro. YouTube hat sich über die Jahre ganz, ganz negativ entwickelt. In vielen Punkten. Wir werden heute einige Aspekte ansprechen. Aber das allererste, was einem sofort auffällt, YouTube ist super unpersönlich geworden. Könnt ihr euch noch an die alte Zeit erinnern? Früher, da konnte man richtig einen eigenen Kanalbanner oben erstellen. Und ich meine nicht nur den Banner, den wir da jetzt haben, sondern komplett. Obenrum an der Seite, dein ganzes Hintergrundbild konntest du designen. Man saß da richtig Stunden, Wochen, Monate lang an Arbeit, hat sich auch an der Seite alles zurecht. Ich war noch so stolz damals, dass ich damals auf die Idee kam, in meinem Bild selbst so eine Art Reiter, so ein Banner, so als würde es aussehen, als würde der zum Design dazugehören, um da dann Sachen reinzuschreiben. Es hat so viel Spaß gemacht, jeder Kanal sah anders aus, es waren ganz persönliche Bilder drauf und irgendwann war das weg. Jetzt sieht jeder Kanal gleich aus, wie gesagt, bis auf den Banner und die Thumbnails. Aber früher war das einfach viel, viel cooler. Früher konntest du ganz anders mit der Community interagieren, da waren die Kommentare ganz anders designt. Früher konntest du über YouTube Nachrichten schreiben, das geht auch nicht mehr. Und die Videoantworten sind weg. Das heißt, alles, was irgendwie in Interaktion zwischen dem Streamer, also dem Ersteller und den Abonnenten stattgefunden hat, das wurde alles gelöscht. Alle diese Features wurden weggenommen und jeder Kanal sieht gleich aus. So, und dann ist es auch nicht mehr so, dass alle die Abonnenten die Videos vorgeschlagen bekommen. Nein, das ist so ein komischer Algorithmus, der irgendwie noch nicht mal allen Abonnenten das Video vorschlägt. Wozu sind sie denn dann Abonnent? Wenn die Videos sowieso nicht vorgeschlagen werden, selbst die Glocke funktioniert nicht, aber wir wollen uns jetzt nicht direkt darauf stürzen, dass YouTube überhaupt nicht funktioniert. Denn das wäre tatsächlich der nächste Punkt, über den man sich aufregen kann. YouTube fixt die scheiß Probleme nicht, die diese Plattform hat. Im Moment ist es so krass. Jetzt wurden gerade erst Accounts gesperrt, einfach nur, weil sie im Livestream Emojis noch nicht mal gespammt, sondern einfach nur ein bisschen ausführlicher geschrieben haben. Das heißt, die wurden einfach gebannt. Die haben ihre Accounts verloren. Teilweise haben sie da eine 2-3-jährige Mitgliedschaft einfach verloren. Natürlich können sie die mit einem neuen Account nächstes Jahr wieder machen, aber das sind keine 2 Jahre mehr. Die Leute waren völlig am Boden und das wurde einfach nichts gegen unternommen. Die Upload-Probleme, die Bearbeitungsprobleme, ständig irgendwelche Server-Probleme. Es ist einfach so, YouTube tut nichts dagegen. Es ist immer wieder so, dass YouTube irgendwelche Probleme hat und das Allerkrasseste, was uns ja auch so richtig abfuckt, und das ist auch ein Problem, was YouTube hat und sie tun einfach nichts dagegen. Das ist das Problem, wie im Moment das Claimen bearbeitet wird. Denn es wird eigentlich gar nicht bearbeitet. Das heißt, irgendwie jeder Vollidiot kann einfach irgendwas für sich beantragen. Du kannst sagen, ja, dieses Lied gehört mir. Und jetzt ist es ja gerade wieder passiert. Die Leute haben zig E-Mails bekommen und irgendein Depp hinter irgendeiner Firma, angeblich ist es wohl das Label und nicht der Typ selbst, hat hunderte von Werbevideos irgendwie geclaimt. Die machen sich da gerade einen dicken Reibach und YouTube tut nichts dagegen. Das ist doch nicht erst seit jetzt, seit vielen Jahren kämpfen wir dagegen und sagen, YouTube, das ist scheiße, dass einfach jeder claimen kann. Und es wird einfach nichts verändert. Und das ist ja nur ein Problem von vielen. Und das ist einfach zum Kotzen. Das nächste, was aufregt, ist natürlich etwas, was vor allem aufregt, wenn man Content Creator ist. Man hat keinen Support. Man hat niemanden, den man irgendwie mal ansprechen kann. Selbst die allergrößten YouTuber, die haben einfach keinen Support. Erst ab einer gewissen Größe bekommst du zwar einen Ansprechpartner, aber auch die können nicht alles für dich tun. Es hat schon seinen Grund, warum wir irgendwann mal zu den Netzwerken geflüchtet sind. Das ist ja so ein bisschen pyramidenartig dann gemacht. YouTube betreut die Netzwerke und die Netze betreuen dann uns. Aber die Netzwerke können im Endeffekt nichts machen, wenn YouTube sich nicht irgendwie zurückmeldet. Es ist doch jetzt gewesen, dass Game Mansion, ein sehr geschätzter Kollege der Dennis, der hat seinen Kanal verloren. Game Mansion. Der wurde einfach so gesperrt, von einem Tag auf den anderen, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund. Er weiß bis heute nicht, was damals passiert ist. Einfach weg. Jahrelange Arbeit an Videos, Kanal, Community-Aufbau, einfach weg. Zum Glück haben wir es hinbekommen, dass er seinen neuen Kanal sofort wieder gepusht bekommen hat, dass seine Community zurückgefunden hat zu ihm und dass er weitermachen konnte mit YouTube und dann auch erfolgreicher als je. Also Dennis, ich bin froh, dass du immer noch da bist. Gott sei Dank hast du damals nicht einfach aufgehört. Aber es wäre ja verständlich gewesen.
immer, wenn du Probleme hast. Und ich hatte das Problem, dass ich da ja tatsächlich wieder gesperrt wurde, also für die Livestreams, weil ich auf Ubisoft was gestreamt. Das heißt, irgend so ein Claim von Ubisoft, total unberechtigt, weil ich natürlich nur eine E3 da irgendwie gestreamt habe. Und dann hat man halt super schwer, da irgendeinen zum Fassen zu bekommen. Zum Glück hat da beim Netzwerk tatsächlich was geregelt bekommen. Aber wäre das jetzt einfach so willkürlich gewesen wie bei Dennis? Und im Moment sind ja wieder Kanäle da, die berichten, dass sie ihren Kanal einfach verloren haben. Und das geht nicht, dass einfach nur die ganz, ganz Großen da irgendwie einen Ansprechpartner haben und alle anderen, die werden einfach mit den Füßen getreten. Und das ist ein Problem, was Twitch jetzt ja auch schon hat. Ganz, ganz viele Twitch-Streamer, die meckern halt darüber, dass die Affiliates wie Scheiße behandelt werden und dass für die Partner alles getan wird. Und es ist an sich so ein bisschen normal, wenn eine Firma groß wird und immer größer wird, dass dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Bindung zur Wurzel verloren geht. Das hast du in vielen Unternehmen auch. Wir meckern ja immer wieder, dass die ganzen da oben, die halt nur für den Profit da sind, gar nicht mehr wissen, was wir da unten im Laden wirklich zu tun haben. Aber ein Stück weit ist das normal. Aber wenn du halt gar keinen Support erfährst und dir überhaupt nicht geholfen wird bei irgendwelchen Problemen, YouTube kommuniziert ja wirklich überhaupt nichts mit uns. Und das ist eigentlich auch gleich das nächste Problem. YouTube ist so unglaublich undurchsichtig. Du hast keine Ahnung, was da bei YouTube passiert. Bei Twitch hast du richtige Erfolge. Das heißt, Twitch sagt dir ganz direkt, wie erfolgreich bist du jetzt gerade, wie gut funktioniert das, was du da machst jetzt gerade. Auf YouTube hast du keine Ahnung, wie du von dem YouTube-Algorithmus... Ich meine, es gibt da so ein paar Studien zu, ja? Es gibt Leute, die so ein bisschen im Groben glauben zu wissen, wie der Algorithmus funktioniert. Aber YouTube erzählt es halt nicht. Das müssen immer wieder Leute selber herausfinden. Jetzt haben sie ja geändert, dass es wichtiger ist, wie lange die Leute ihre Zuschauer auf YouTube halten. So, aber das wurde nie kommuniziert. Alle anderen Unternehmen für Spiele oder sonst was geben immer so kleine Patch-Notes raus, damit man weiß, was sich jetzt gerade verändert hat. YouTube ist das wieder mal völlig scheißegal. Toll, dass wir wissen, was wir am besten machen müssen, damit wir von YouTube beachtet werden. Toll, dass uns mitgeteilt wird, wie wir dieses Spiel spielen müssen. Nix da am Arsch. Die machen halt überhaupt nichts. Und das ist halt so etwas, was brutal nervt. YouTube kommuniziert nicht und YouTube ist überhaupt nicht für einen da. Dann gibt es da noch eine Sache, die halt total nervt. Aber hier muss man tatsächlich auch sagen, da ist nicht unbedingt YouTube dran schuld, sondern der Content, der ist halt scheiße geworden auf YouTube. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, eigentlich sind wir selber schuld. Denn was wird natürlich im größten Teil geguckt? Assi-Content, Bullshit-Content, dämliche Spiele, auf die halt nur die Kinder hauptsächlich Bock haben. Und die meisten Zuschauer sind halt Kinder. Und ich meine halt wirklich die Kinder, ne? Die halt Ballerspiele, Fortnite und sowas sehen wollen. Die auf Assi-Content stehen, also Leute, die Pranks machen, Casino-Scheiße und sowas. Ihr wisst schon, was erfolgreich ist. Das führt aber auch dazu, dass die Leute halt größtenteils, wenn sie erfolgreich werden wollen, auf so einen Content zurückgreifen müssen. Denn wenn halt YouTuber oder Streamer anfangen, zu versuchen, davon zu leben, aber sie bekommen nur dadurch Geld und auch nur das wird vorgeschlagen und promotet, dann sind sie mehr oder weniger gezwungen, diesen Content auch zu liefern. Und das Problem ist zum Beispiel diese 10-Minuten-Grenze. Das ist etwas, was total dämlich ist. Denn wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass keine kurz produzierten Videos mehr aufgetaucht sind. Keiner machte mehr Videos unter 10 Minuten, weil man da keine Werbung in den Videos schalten konnte. Mir persönlich war es egal, aber ich habe meine Videos sowieso nie unter 10 Minuten geschafft. Aber es wurde sich damals mal aufgeregt, dass die Prank Bros, die Prank Bros waren es, die haben halt ein Video hochgeladen und haben dann in den letzten Minuten einfach nur ein Blackscreen laufen lassen. Weil sie die 10 Minuten voll machen wollten. Dafür wurden sie gehatet. Don't hate the player, hate the game. Die können da doch nichts für. Das Video war für die nach 7 Minuten fertig produziert und perfekt. So, und wenn YouTube sie zwingt, das Video auf 10 Minuten zu strecken, finde ich es immer noch sympathischer. Du machst einfach einen Blackscreen dahinter, als wenn du das Video dämlich streckst. Guck ganz, ganz viele YouTuber, bei denen die Videos verdächtig nah an die 10 Minuten gehen. Da entdeckst du so viel Gefasel und so viel Gelaber und bla bla. Da merkst du halt genau, die faseln gerade irgendeinen Scheiß. Einfach nur, um das Video auf 10 Minuten zu strecken. Ganz im Ernst, dann mach dein Video und mach am Ende einen Blackscreen. Einfach nur, damit du die Video machen kannst. Finde ich tatsächlich in dem Fall ehrlicher und irgendwie besser, was die Prank Bros da gemacht haben. Denn die können ja nichts für, dass YouTube diese dumme Entscheidung getroffen hat. Das ist ja wirklich davor gar keine Werbung und erst ab 10 Minuten. Ja, aber Videos sind nicht erst ab 10 Minuten gut. Das heißt, die Leute werden in dem eingeschränkt, wie sie die Videos machen und wie sie die Videos machen wollen. Ja, es ist halt wirklich, wirklich schlimm, dass YouTube damals auch diese dämlichen roten Kreise und Pfeile auf den Thumbnails. Ja, weil die Leute am Handy da mehr drauf klicken. Aber wozu hat das geführt, dass keine guten Thumbnails mehr zu sehen waren? Nur noch solche Thumbnails und nur noch so wie ich sie hier mache.
und nur noch rote dämliche Pfeile. Du konntest eine Zeit lang die Thumbnails überhaupt nicht mehr angucken, ohne sofort über dein Handy zu kotzen, weil die so dämlich waren. Aber da können die Leute nichts für, sondern weil YouTube diese Scheiße pusht. Die Leute müssen das Spiel mitspielen. Don't hate the player, hate the game. Ich sag's nochmal. YouTube setzt diese dummen Spielregeln und die Leute müssen sie dann halt mitspielen. So, aber dass der Content generell sich verändert hat und die Leute halt diesen kurzweiligen, das liegt halt daran, wie die Leute YouTube gucken mittlerweile. Halt nur noch am Handy, nur noch schnell, 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 nur noch Skandalvideos und so weiter. Da können halt im Endeffekt die Leute und auch YouTube nichts für, sondern die Art, wie wir Content konsumieren, ist daran schuld. Dann habt ihr bestimmt mitbekommen, dass ich jetzt vor kurzem von YouTube auf Twitch gewechselt bin, was das Streaming angeht. Und das habe ich nicht leichtfertig gemacht. Ich bin eigentlich ja so ein YouTube-Urgestein. Ich bin seit vielen, vielen Jahren, fast bald 10 Jahren auf YouTube und ich habe es geliebt, auf YouTube zu streamen. Warum bin ich weg? Weil YouTube nichts gemacht hat, weil YouTube sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat. So viele Jahre haben wir gehört, ja, wir arbeiten an neuen Features, wir wollen das machen und das umsetzen. Und im Endeffekt, was hat jetzt Twitch? Twitch hat Clips, auf Twitch kannst du raiden, auf Twitch kannst du hosten, auf Twitch kannst du interagieren. Viel besser, sowohl, du kannst Nachrichten schicken direkt auf Twitch mit deinen Zuschauern. Die können Clips, die können so viel für dich machen. Ihr habt so geile Clips erstellt aus meinen Streams. Ich mache jetzt gerade ein Highlight-Video. Und ich kann mit euch interagieren. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Sachen, die du verbinden kannst, mehr Alerts. Auf YouTube kannst du nichts machen. Der einzige Vorteil, den du hast, ist, dass deine Videos direkt archiviert sind. Und selbst das kannst du von Twitch direkt auf YouTube übertragen. Diese ganze Plattform, die schreit einfach nach Streaming. Und YouTube stagniert seit so vielen Jahren und macht nichts. Sowohl auch an der Videoplattform, als auch an der Streaming-Plattform. Und das ist halt das Problem. YouTube hat keine Konkurrenz. Google mit YouTube, die haben keinen Druck. Die eine Videoplattform ist YouTube. Aber jetzt haben sie beim Streaming halt total verloren. Sie hatten die Möglichkeit, damals die Ersten zu sein. Sie hatten die Infrastruktur da. Sie hätten nur den Trend erkennen müssen und hätten sich nicht auf ihren fetten Arsch ausruhen müssen und haben jetzt den Streaming-Bereich an Twitch und jetzt auch an Mixer und Facebook Gaming und so verloren. So, wenn sie nicht aufpassen, wenn sie nicht jetzt endlich mal so ein bisschen wieder zu uns zurückkommen, mit uns reden, kommunizieren und diese Plattform attraktiver gestalten, auch für die Video-Creators, aber auch für die Zuschauer, da mal wieder ein bisschen was zu verändern und nicht einfach nur dieses Monopol irgendwie zu behalten, dann kann es passieren. Das Internet ist sehr, sehr schnelllebig, das haben wir erlebt. Und wenn YouTube nicht einfach endlich mal irgendwas ändert, dann kann es passieren, dass die irgendwann einmal vernünftig Konkurrenz bekommen. Ich hoffe, dass sie Konkurrenz bekommen. Denn nur wenn sie richtig Konkurrenz bekommen, dann entwickeln sie sich vielleicht mal wieder weiter. Das Problem sind immer wieder, sehen wir das bei anderen verschiedenen Firmen, die so eine Art Monopol haben, weil sie haben einfach keine Notwendigkeit gesehen, sich irgendwie zu entwickeln. Und das ist halt sehr, sehr schade. Und deshalb regen wir uns gerade über YouTube auf. Und deshalb, meine Lieben, auf YouTube gibt es eine coole Funktion, das ist ein Daumen. In diesem Fall geben wir natürlich einen Daumen nach unten. Einen Daumen nach unten, weil wir YouTube scheiße finden. Wir lieben YouTube. Ja, YouTube ist für uns etwas ganz Besonderes. Für mich ist es mein Leben. Aber nur was man liebt, kann man auch so richtig schön hassen. Und heute hassen wir YouTube und dafür einen Daumen nach unten. Falls euch dieses Video und dieser Hate gefallen hat, abonniert mich gerne für mehr Hate. Immer montags gibt es schlechte Laune. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Tim sagt Tschüss, haut rein.